Wurde schön gespielt jetzt. Viel Direktspiel. Und jetzt mal Abschluss. Hey! Klasse Tor. Richtig gutes Tor für Borussia Dortmund. Das alles in der 37. Minute. Und Marius Wolf mit der 27, der haut das Ding aber sowas von in die Maschen. Da hat Brian Meredith überhaupt keine Möglichkeit, den Ball abzuwehren. Ist aber auch ganz toll gespielt. Zurückgelegt zu Mario Götze. Der legt nochmal auf. Und Wolf aber richtig gut. 1:0, 37. Minute. Aber da siehst du mal, diese Dynamik beißen sich durch. Die sind halt auch schon wirklich fit. Und das könnte gefährlich werden. Aber, da wollte. Und wir haben mal natürlich unseren Lukas auf die Reise geschickt, wer hier das Ding in den USA denn zeigt. Es gibt einen Christian. Er wollte sehr, sehr viel. 100 Bolz- und Spielplätze gebaut haben. Richtig. Jurek Schilski, an dieser Stelle seist du lieb gegrüßt. Ich weiß nicht, warum du wach bist und nicht mehr schlafen kannst. Aber schön, ist dass egal, wir dir die Hauptsache, Zeit vertreiben. Gut üblichen Spielkommentar. Deswegen sei es uns doch erlaubt, auch mal eine kleine Anekdote oder Nebenstory zu erzählen. So, jetzt schöner Ball da. Und so viele, da wäre er fast zum Torerfolg gekommen. Schöner Kopfball nach schöner Flanke von Paco Alcácer. Schraubt sich hoch und setzt das Ding wirklich haarscharf am Tor vor. Passiert, da wäre der junge Mann mit seinen 16 Jahren in seinem, ich weiß gar nicht, ob es das erste Testspiel ist für die Profis. Superchef von Robe. Oh, jetzt ist Halbzeit, Pause, Spielstand 1:0. Unser BVB führt und und wenn ich es richtig sehe, wird gar nicht gewechselt. Ich bin immer noch very impressed. Ja, auf jeden Fall ist wohl angedacht, dass es einen großen Wechsel so um die 60. Minute gibt. Dann bekommen wir auch ein paar Ans. Versibler Mann. Kann anscheinend alles, rechts wie links. Lukas Piszek, unser Assistent. Und wieder knallt's. Also, die Jungs müssen wach sein jetzt. Warm halten. Ja, das ist der ist Kaschmir. Handgeklöppeltes Kaschmir aus Seattle. Ja. Das gibt es nicht überall. Nee. Das ist von den. Ja, so, Fußball. Seattle im Angriff. Foul. Einen Freistoß. Oh, gefährlicher Ball. Kommt da fast immer wild sind, fast immer alles im höchsten Tempo machen wollen und so weiter und so fort. Jetzt Achtung, und das ist ein typischer Alcácer. 2:0. 2:0. Unfassbar. Riesenfehler vom Keeper. Ah, da lacht er, unser Head Coach Lucien Favre. Und natürlich auch die Truppe auf dem Platz. Wunderbar gemacht. Einmal dazwischen gegangen, den Ball geschnappt. Hier sehen wir es. Der Torwart passt nicht auf, spielt einen abfangbaren Pass. Und das lässt sich natürlich ein Paco Alcácer nicht nehmen. Schmetzer. Das ist mir vorhin eigentlich auch gefallen. Was macht der denn eigentlich hier? Er heißt aber Brian Schmetzer und nicht verwandelt mit Schwäger natürlich. Mit unserem Vormann. Das ist was anderes wie Oppo Molina oder Dickel. Entschuldige mal, also mein Name ist ja Dickel auch, aber mein Name ist auch Gedicht. Ja, sehr schön. Gedicht. Vor allen Dingen, da hast du erstmal Hut ab. Ich will Hand, Waller, Warner. Starker Name. So, jetzt der Vorname von einem Mähdrescher. Da ist der eben von dir angesprochene Bürki mal so richtig zu testen. Da muss er sich ganz, ganz lang machen, während wir hier die Zeitlupe Chavez oder Chavez wahrscheinlich, vielleicht Südamerika, Chavez, I don't know. Chavez. Das können unsere Torhüter Marvin Hitz, Roman Bürki und unsere Legende im Tor, Roman Weidenfeller. Ah, und da war er wieder dran mit der Pranke, glaube ich. Das dürfte. Allerdings hatten die Lachse schon keinen Kopf mehr. Ja, gut. Den hat. Oh, da hat die Abwehr aber mal schön geschlafen. So, und jetzt kriegst du so ein bisschen den Eindruck, was hier los sein kann, wenn das Ding richtig voll ist. Das war Jonathan Campbell. Jonathan Campbell mit dem Anschlusstreffer. 1:2. Guerrero und Bürki bleiben auf dem Platz. Genau. Alle anderen setzen sich jetzt hin.
Jetzt wird die Stadionansage, wir können jetzt auch mal... Aber das Grimme-Institut hat wahrscheinlich was mit Adolf Grimme zu tun. Und da ist das 3. Oh. Nee, war abseits, aber... Ja, Ovo. Mach mich nicht nervös. Ich guck dir die Wiederholung an. Recherchier doch hier das gerade. Das ist vom Allerfeinsten. Also, weil wir ja auch, wir wollen ja diesen Grimme-Preis... Wir sind ja Bildungsfernsehen. Richtig. Und Adolf Grimme war der erste... Deine Redewendung. Sancho! Tor! Tor! Und was für eins! Sensationell, Jadon Sancho. Du kannst ihn einfach nicht aufhalten. In der 77. Minute das 3:1. Der Ball kullert mit einer Geschwindigkeit von nicht einmal 3 Meter pro Sekunde. Ein Gewaltroller war das. Ein Gewaltroller. Ja, wer erwartet denn auch sowas? Er zieht von außen nach innen. 1, 2, 3, 4 lässt er stehen. Und dann dieser angetäuschte Hammer, der zu einem Gewaltroller sich entwickelte. Ganz schwer zu halten. Und auch wieder bestätigt Brian Meredith seine Form.